Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends in World 4, der Danny spielt das heute aus dem Münchner Hauptbahnhof, wie man ganz unschwer erkennen kann. Und wir haben heute die Aufgabe, unseren Sonderzug bis nach Augsburg und wieder zurückzufahren. Ja, wir haben zwei Fahrten vor uns. Unser Sonderzug besteht heute daraus oder darin, das werde ich euch jetzt zeigen. Wir gehen dann nämlich jetzt gleich gemeinsam hin. Hier ist ein bisschen was los an diesem frühen Morgen. Es ist 6:20 Uhr an diesem 17.08.2024. Die Sonne geht so langsam auf, beziehungsweise ist dabei aufzugehen, ist eigentlich schon aufgegangen. Und ja, ein paar Fernverkehrszüge stehen hier. Wie gesagt, hier steht einmal der ICE 3 BR403. Dann steht da noch eine hübsche Quitschi. Und unser ja, Sonderzug versteckt sich da hinten etwas. Da, wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Und ich würde sagen, wir starten, beginnen mit diesem wundervollen Szenario. Und hier in München fahren dann einmal über München-Pasing bis nach Augsburg und wieder zurück über München-Pasing wieder hierher nach München. Wie das Ganze abläuft, erzähle ich euch gleich. Wir werden jetzt zu unserem Zug hingehen und ich würde sagen, wir starten. So, wir sind hier nämlich gerade ganz umweltbewusst mit unserem Fahrrad angekommen und haben das hier abgestellt. Genau, an dem Münchner Hauptbahnhof hat die Bäckerei hier vorne eigentlich, der Kiosk eigentlich schon los. Da könnten wir für uns vielleicht noch ein Brötchen oder sowas holen. Also im Vorbild ist hier ein Kiosk, wenn man hier an diesem Bahnsteig läuft, dann gibt es hier so einen Kiosk und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der heißt, aber den gibt es hier tatsächlich. Und aber so wie es aussieht, haben sie das hier nicht verbaut. Also hier ist dann hier, genau, hier ist dann so der Platz und eigentlich müsste dann hier so ein Kiosk sein. Aber ich glaube, den haben die hier in Vorbild nicht verbaut, sodass wir gezwungen sind, wohl ohne Brötchen und Kaffee unsere Fahrt anzutreten. Ja, hier sind noch die Nahverkehrsgleise und so weiter. Ja. Den haben sie hier leider nicht verbaut. Würde ich sagen, begeben wir uns zu unserem Zug. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Genau, die Sonne, wie ihr seht, geht so langsam aber sicher auf. Versteckt sich dann auch hinter dem Bahnhofs Vorplatzgebäude, Überdachung, wie auch immer. Wir müssen einmal ganz rüber. Wir stehen an Gleis 23, wenn mich nicht alles täuscht. Müssen dafür einmal hier komplett rüberlaufen. Ihr kennt das, jeder, der schon am Münchner Hauptbahnhof war, weiß, wie voll und wie trubelig und knubbelig das da immer ist. Da muss man echt also aufpassen, dass man sich da nicht ineinander läuft und möglichst immer hier so weit weg vom Band, von der Bahnsteigkante laufen. Sonst könnte es sein, dass man da mal, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, da mal kurzfristig in die Gleise läuft. Das wäre natürlich alles andere als förderlich. Wie ihr seht, also hier steht der Fernverkehrszug ICE 3. Dort steht noch eine Quitschi und wartet auf Ausfahrt. Da steht noch ein Fernverkehrszug. Und ja, wir kommen jetzt zu unserem Zug. Seht ihr ihn vielleicht schon? Genau, da ist unser Sonderzug auf Gleis 23, aber der Sonderzug zur Augsburger Puppenkiste. Einmal die BR218 in Doppeltraktion. Ich weiß, den hatte ich gestern schon, beziehungsweise heute schon in einem anderen Video. Aber es ist ja heute etwas ganz Besonderes und zwar haben wir die Conny. Die kennt ihr vielleicht. Westfrankenbahn. Diesmal. Und zwar in doppelter Ausführung. Ich finde, das ist wirklich sehenswert, würde ich fast sagen. Also ich bin da echt. Machen wir gleich mal ein Foto von, oder? Wenn wir sowas Schönes schon mal hier stehen haben, dann machen wir ein Foto. So. Hinten dran, selbstverständlich, unsere Expert-Waggons inklusive Steuerwagen in Interregio-Look. Ja, der ist auch endlich wieder da. Hier auf der Schiene, auch wenn es ihn so eigentlich kaum noch gibt oder so gut wie gar nicht mehr gibt. Hier gibt es ihn. Dank des Creators Clubs und Club. Und ja, dank des Simulators kann man sich das alles so schön zusammenbauen, wie man möchte. Dank des Zugverbands. Natürlich, bevor ich das vergesse, wir haben natürlich auch vorne dran, das habe ich fast vergessen zu zeigen, gehen wir nochmal kurz zurück. Wir haben nicht nur zweite Klasse, selbstverständlich haben wir auch zweimal erste Klasse, natürlich. Und wie sich das gehört, hinter der Lok.
Ich habe mir sagen lassen, dass das zwingend vorgeschrieben ist, also dass das zwingend so sein muss. Es sei denn, die Wagenreihung wurde geändert. Dann ist das natürlich was ganz was anderes. Aber im Originalzustand, also ist das so, dass die Wagen der ersten Klasse immer hinter der Lok sind. Sei es sie schiebt oder sei es sie zieht, sie sind immer hinter der Lok. Und hinten dran natürlich dann weitere Wagen in zweiter Klasse. So, wir müssen aber jetzt zusehen, dass wir hier mal einen Fahrplan bekommen, beziehungsweise eine Route, die wir den Zug so weit aufrüsten, wie es geht, und uns dann auch hier so langsam, aber sicher dann gen Augsburg begeben, mit Halte München, Parken, das Pasing. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall einen Wegpunkt legen. So, dann setzen wir uns mal hier auf den Poppes und müssen natürlich jetzt noch die Zugdaten eingeben. Zack, da müssen wir hier die Zugdaten eingeben. Und zwar 9, 18, 26 ist das so locker, was wir da dran haben, wenn nicht sogar noch mehr. Und 200 können wir nicht fahren, weil das sind zweimal. Ja, wir können nur 140, weil es sind ja 218. So, zack, da müssen wir uns jetzt auf unseren Po setzen. Das einmal vorwärts machen, dann haben wir Zugart PZB Zugart O. Dann geben wir hier noch unseren Sonderzug ein. Und zwar die Zugdaten. Das ist der Sonderzug. Äh, 17 26, sagen wir jetzt einfach mal. Sonderzug 17 26, gehen auf Anmelden. Dann haben wir das auch erledigt. Das lassen wir so, das machen wir auf. Das haben wir schon entsperrt, genau. Da müssen wir jetzt eigentlich noch eine Route legen. Die Zugsammelschiene muss aus. Warum funktioniert das jetzt nicht? Kann es sein, dass wir in der BR218 doch noch die ZWS umlegen müssen? Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Da müssen wir noch mal eben kurz nachschauen. Das kann sein, dass wir da den Schalter auf ZWS umlegen müssen. Dass das deswegen nicht funktioniert. Muss ich da jetzt hinlaufen oder? Achso. Nee, das funktioniert nicht. Ich dachte, nee, dann hat sich das erledigt. Da muss ich doch hinlaufen. Okay, tun wir das. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt, wie gesagt, in der BR218 noch den ZWS-Schalter umlegen müssen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe, dass es daran liegt, aber die 218 hat uns ja schon mal geschoben. Also von daher funktionieren müsste das. Ich weiß es nur nicht mehr, wie gesagt, wegen dem ZWS-Schalter. Das kann natürlich sein, dass wir das umlegen müssen hier. Und zwar in die führende, beziehungsweise in diese Lok hier. War das jetzt hier? Oder war das vorne? Das kann natürlich, ich denke eher, das war vorne. Weil hier ist, ja, es war vorne. Gut, dann gehen wir vorne rein. Führerstand 2. Ich hoffe, dass das jetzt, wie gesagt, daran liegt. Ja, PZB-Modus. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich daran liegt. Aber hier ist auch kein ZWS-Schalter. Oder war der hier vorne irgendwo verbaut? Nee. Woran lag das jetzt nochmal? ZWS-Schalter? Hier auf jeden Fall nicht. Da müssen wir doch nochmal vorne gucken.
mal schnell. Schleuderschutz. Hier war das. Aber das ist auf ZWS. So, der ist auf ZWS geschaltet. So, gehen wir nochmal in diese Lok. Müsste eigentlich auch soweit umgestellt sein. Steht auch auf ZWS. Dann schauen wir gleich mal, wenn wir abfahren, ob wir überhaupt Leistung kriegen. Vielleicht muss ich auch den Haupt, den Richtungswende einmal nach vorne und zurücklegen. Schauen wir mal. So, gehen wir nochmal zurück. Wobei Oberstrom können wir ja auch nicht haben, wenn wir nicht Dieselloks haben. Fällt mir gerade ein. Da können wir auch keine Oberstrom haben. Das ist logisch. Na, wir schauen gleich mal, ob wir abfahren. Legen wir uns jetzt eine Route bis Augsburg mit Zwischenhalt in Pasing. Und dann schauen wir mal einfach, ob wir abfahren. Das können wir ja gar nicht tun. Ich denke aber schon, weil wie gesagt, das müsste jetzt eigentlich gehen, weil die hat uns schon mal geschoben. So. So, wir legen uns eine Route auf jeden Fall. Und zwar bis Augsburg. Mit Zwischenhalt in Pasing. Das heißt, wir dürfen. Ja, wir nehmen uns dieses Gleis. Dann können wir auch schön wieder ausfahren. Zack. Wir nehmen uns aber, wie gesagt, jetzt noch einen Wegpunkt über Pasing. Der dürfte hier, dürfte das irgendwo sein. Das ist die Ausfahrt von München. Dann dürfte Pasing hier irgendwo sein. Wo war jetzt Pasing? Da ist Pasing. Das dürfte Pasing sein. Oder auch nicht. Doch, das ist Pasing. Das ist ja schon die Schnellfahrstrecke. Dann. Ich hoffe, dass das irgendwie. Ja. Da wäre aber nach wie vor rot. Das schauen wir mal gerade. Jetzt haben wir grün. Siehst du? Dann können wir jetzt eigentlich die Türen schließen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gehen einmal durch, aber das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Gut, dann können wir eigentlich, wenn es klappt, losfahren. Wie gesagt, grün haben wir. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Der Sonderzug noch zur Augsburger Puppenkiste fährt ab. So, Bremsen sind gelöst. Dann bin ich mal gespannt, ob wir abfahren können. Wir fahren tatsächlich. Siehst du, das hat nämlich gar nichts mit der Zugsammelschiene zu tun, weil wir haben ja keinen Oberstrom. Weil wir Dieselloks haben. Klar, logisch, wie ihr vorher drauf kommen könnt, hätte ich mir wirklich gespart. Egal. Jeder Gang macht schlankt, oder wie heißt das? So, Sie fahren natürlich drücken. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. So, nicht schneller als 40. Wunderschön, wunderschön. Ach geil, richtig schön, richtig schön. Ach, ist das geil. Wenn sowas klappt, da bin ich echt froh. Viel besser als gestern. So, Zugsammelschiene wird wahrscheinlich. Genau, das hat wohl damit zu tun, dass wir kein Elektrolok haben. Aber ich denke, da kann man drüber wegsehen. So, wie gesagt, dann haben wir gleich unseren ersten Halt in München-Pasing mit unserem Sonderinterregio.
schon von zweimal BR218 in der Conny Westfrankenbahn Repaint oder Lackierung, wie auch immer. Sonst dürfen wir gleich auch schon mindestens 130 laut Streckenmonitor. Können wir gleich mal ordentlich aufschalten. Kann sich eigentlich nur um Minuten handeln, bis das da oben umspringt. Fahren die schön an der ICE-Waschhalle vorbei. Ihr seht das. Wunderschön. Wunderschön. DB München Hauptbahnhof. Einfach schön. Wunderschön. So. So, dann hören wir uns mal an, wie die 218 arbeiten, oder? Würde ich sagen. Hört ihr das? Hört ihr das? Wunderschön. Einfach nur schön. Ach, schön, wie die Sonne da aufgeht. Ach, das ist einfach nur traumhaft. Wunderschön. So, mal wieder ein bisschen hier konzentrieren. Weil gleich kommt, glaube ich, irgendwann noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 90, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Wunderschön. Wirklich traumhaft. So, da sind nämlich die angesprochenen 60. Deswegen steigen wir mal wieder ein. Wenn wir nämlich mit Sicherheit gleich quittieren dürfen müssen. So, da haben wir nämlich ein gelbes Vorsignal, so wie ich das sehe. Das bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall mal abschalten müssen. So, unter 85 sind wir auf jeden Fall schon mal. Und wo ein gelbes Vorsignal ist, ist meistens auch ein rotes Hauptsignal dahinter. Deswegen müssen wir gleich mal ein bisschen schauen, ob wir da rot haben. Vielleicht haben wir auch ein Passing rot, das kann natürlich sein. Ja, ist Parsing. Na, dann passt es ja. So, unter 45 auf jeden Fall. Jetzt haben wir nämlich grün, dann können wir auch
Wir sind jetzt eh gleich im Parsing, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß ausschalten. Die 60 wegen dem Gleiswechsel, genau, wenn wir hier an dem Bahnsteig halten können. Mit unserem Sonderzug, haben wir extra ein langes Gleis ausgesucht, weil wir auch einen langen Zug haben. 13 Fahrzeuge, also mit inklusive der beiden 218. Ich glaube, 13 Fahrzeuge, so wie ich im Zugverbandseditor etwas gesehen habe. Das ist schon ordentlich. Deswegen auch die Doppeltraktion, damit wir ein bisschen mehr Schubkraft haben hier. So, ach ja, da stehen wir doch sehr gut hier. So. Türen freigeben. So. Da schauen wir mal, ob der die überhaupt freigibt. Natürlich nicht. Das ist immer. Naja, lassen wir das. Das ist natürlich immer das Blöde. Schließen tut er so, aber öffnen nicht. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber was willst du machen? Das ist leider ein bisschen blöde. Muss jetzt auch nicht jede Tür öffnen hier, aber zumindest ein paar. Fahrgäste hier ein- und ausstellen können. An unserem Interregio Sonderzug. So, ich denke, das reicht. Schließen tut das ja Gott sei Dank. So. Würde sagen, wenn man auch jetzt gleich schon wieder ausfahrt. Gar nicht lange Aufenthalt hier in Parsing, weil um 6.43 Uhr kommt hier schon der nächste Zug, den wir jetzt glaube ich aufhalten. Aber egal, es ist nun mal so. Ich sehe aber auch noch nichts von dem Sonderzug, der jetzt irgendwie hier vor uns oder hinter uns steht. Wir schließen auf jeden Fall die Türen. Schauen uns das eben an, ob das so funktioniert. Das sieht aber gut aus. Oder nicht? Ja. Sind die jetzt geschlossen alle? Jetzt dauert ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir den beiden Dieselmaschinen mal dabei zu, wie sie ja ihre Arbeit verrichten. Tönt den Sound vor allem an. So, nächster Halt, Augsburg Hauptbahnhof. Natürlich immer SIFA drücken, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. So, wir brauchen noch gar nicht zu weit aufschalten. Wir haben eh mit 60 hier erstmal Ausfahrt, wenn wir nämlich einen Gleiswechsel fahren. Genau. So, können wir noch mal ein bisschen abschalten. Bevor wir gleich auf 130 beschleunigen dürfen. Ach, seht mal da oben. Eine wunderschöne Quietsche auf der Brücke. Ach, wunderschön. Wunderschön.
ich liebe den KI-Verkehr hier in München, beziehungsweise auf der Strecke. So, dann können wir beschleunigen. Traumhaft, einfach traumhaft. Wunderschön. Schön, dass das so funktioniert mit den 218. Das ist wirklich traumhaft. Das ist wirklich wunderschön. So. Fahren jetzt, glaube ich, auch auf die Schnellfahrstrecke drauf. Wunderschön, wunderschön. Km Kilometer noch bis Augsburg und die Rückfahrt würde ich dann in einem separaten Video machen, weil das glaube ich sonst zu lange wird. Also die Rückfahrt dann unseres Sonderzugs von Augsburg über München-Pasing bis nach München Hauptbahnhof. Der Aufenthalt in Augsburg wird ein paar Stunden sein, damit sich die Fahrgäste auch ordentlich und gescheit und vernünftig bei der Augsburger Puppenkiste umsehen können, dort ein wenig Zeit auch in Augsburg verbringen können. Wir werden so lange unseren Zug dann, glaube ich, ins BW fahren und wenn dann, denke ich mal, so gegen 13, 14 Uhr, also so 6, 7 Stunden später, dann wieder zurückfahren. Guck mal, wir dürfen schneller zu 140, obwohl ich Höchstgeschwindigkeit 140 eingegeben habe. Naja, fahren wir 160. Wir schauen mal, was wir fahren können. Was unsere Dieselloks so leisten. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Also wie gesagt, so gegen 13, 14 Uhr werden wir dann zurückfahren. LZB, ich breche ab. Und wie gesagt, das wird sich dann in einem separaten Video abspielen. Die Rückfahrt unseres Interregio-Sonderzugs anlässlich der Augsburger Puppenkiste zurück über München-Pasing nach München Hauptbahnhof. Ankunft in München Hauptbahnhof, dann ungefähr, ja, wenn wir 13 abfahren, so gegen 14 Uhr, 13:45, 14 Uhr, so um den Dreh, je nachdem, wie wir denn auch wegkommen und hier durch die Strecke kommen oder über die Strecke kommen. Wir fahren gleich 170, das ist der Hammer. Gleich die Motoren abschmieren hier. Alter Schwede, ey.
So, was fährt da? Steht ein Güterzug. Mischzug. Wunderbar. Fährt da gar nichts, ist ein Brückenpfeiler. Alles, nee, ist kein Brückenpfeiler, ist ein Wartehäuschen am Bahnsteig. Aber schön, dass hier so viel Kaliverkehr jetzt herrscht an diesem frühen Morgen. Das ist sehr schön, weil es gibt ja auch Zeiten, da ist es total leer, da kommt dir gar nichts entgegen auf manchen Strecken. Und hier auf dieser Strecke ist das an diesem frühen Morgen echt schon viel, finde ich. So kurz vor 7 gefällt mir. Ach, wieder so eine schöne Schildstrecke. Schnellfahrstrecken liebe ich. Klar, ich liebe es auch, wenn man was zu tun hat und herausfordernde Strecken, aber heute mag ich es echt mal ein bisschen entspannter zu fahren hier. Einfach mal chillig die Landschaft genießen. Auf einer der schönsten Strecken, wie ich finde. Wunderschön, wirklich wunderschön. Ach, dass wir so konstant bei 170 bleiben, das gefällt mir sehr. Dass wir jetzt hier keine Rekordversuche an Geschwindigkeiten aufstellen wollen. Doch, ist schön. Richtig schönes Szenario. Finde ich wirklich schön. Wie gesagt, das ist kein offizielles Szenario. Habe ich mir selber ausgedacht. Einfach den Zug im Zugverband Editor zusammengestellt. Die entsprechenden Repaints runtergeladen. Und beziehungsweise dann auch abonniert und dann ja, Zug in München hingestellt, Szenario ausgedacht, beziehungsweise auch den Namen und dann funktioniert das. Also ein bisschen Kreativität, ein bisschen Fantasie und dann hat man ein wunderschönes Szenario zusammen. Das ist wirklich traumhaft. Ich habe mich netterweise auch etwas inspirieren lassen, muss ich auch dazu sagen. Ich habe sowas Ähnliches nicht mit einem anderen Zug, mit einer anderen Idee, habe ich schon mal gesehen bei einem YouTube-Kollegen und habe mir gedacht, hey, du kannst das doch ein bisschen anders machen, ein bisschen ausholen das Ganze, ein bisschen länger machen, ein bisschen größer mit einem anderen Zug und dann kam mir die Idee. Also ich finde, Inspirationen sind okay von anderen YouTubern. Warum nicht? Nur totale 1 zu 1 Kopien finde ich jetzt nicht so top. Aber das ist ja keine Kopie, es ist ein ganz anderer Zug. Zweitens fahren wir zwar auf dieselben Strecke, aber mit einer anderen Szenario-Idee und viel weiter. Weil der Kollege fuhr, glaube ich, nur bis Pasing und wieder zurück. Ich habe mich da für was ganz was anderes entschieden, habe mich aber inspirieren lassen. Zwar durch den lieben Kollegen Ed Trainsa. Viele schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das Video sehen solltest. Du hast mich inspiriert. Dadurch bin ich überhaupt erst zu dieser Idee gekommen. Ja, ich hoffe, das ist okay und ja.
glaube, dein Video war auch mit einem Touri-Zug, Gebrauchzug, in dieser Lackierung mit der BE218 hinten dran. Und ja, du hattest die Idee mit dem Touri-Zug und ich hatte die Idee mit dem Sonderinterregio zur Augsburger Puppenkiste. Die ist mir dann spontan eingefallen. So, 24 Kilometer noch bis Augsburg. Ich denke mal, dass wir so gegen 7:15 Uhr in Augsburg einfahren werden. Eine Viertelstunde brauchen wir für die 20 Kilometer, glaube ich, schon noch. Eben weil wir keine 230 fahren, sondern maximal, wie ihr seht, 170. Ja, und so kommt das dann. Also man muss wirklich so ein bisschen Kreativität und Fantasie haben. So ein wenig realitätsnah sollte es auch sein. Man kann natürlich auch ein völlig fiktives Szenario nehmen, was so im Vorbild überhaupt nicht geben würde. Das kann man ja alles machen hier in diesem Spiel. Es ist fast alles möglich. Dank des Zugverbandseditor kann man sich hier wirklich sämtliche Züge seiner Fantasie zusammenbasteln und dann auf die Strecke bringen und dann daraus irgendwie ein Szenario basteln. Und dem bediene ich mich dann immer so ein bisschen, lasse mich inspirieren und dann kommen solche Szenarien dabei raus. Aber solange es euch gefällt, mache ich ja alles richtig. Von daher mache ich einfach mal weiter so, sonst wären wir doch ein bisschen schneller hier. 175, das ist aber auch dem Gefälle hier geschuldet. Was kommt da jetzt? Es gab schon lange nichts mehr. Da kommt schicker RE. Dosto voraus, schon von der BR143, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe. Es könnte auch nur 112 gewesen sein. Berichtigt mich gerne in den Kommentaren, wenn ich da falsch lag. So, was sagt denn die AFB? Eigentlich 140, wir fahren aber trotzdem 170. Das ist schon irgendwie komisch. Naja, deswegen haben wir ja auch das rote G, weil die LZB eigentlich auf 140 ja, eingestellt ist, so wie ihr das da seht. Weil das habe ich ja auch in den Zugdaten so eingegeben. Klar, ich hätte auch 200 eingeben können. Dann wäre das alles kein Thema, aber naja. Realitätsnah ist ja eigentlich 140, weil das ist normal der BR218, die fährt nicht mehr im Normalfall. Aber in diesem Spiel ist längst nichts normal. Und mit der LCB hat der Steuerwagen auch nichts zu tun. Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Stellen hier doch noch Geschwindigkeitsrekorde mit der BE 218 auf, das ist hier der Hammer.
So, da sind wir gleich einstellig mit den Kilometern. Dann geht's schnell. Dann gleich durch Hauenstädter Straße und so weiter fahren, durch Hochzoll, dann werden die Geschwindigkeitsbeschränkungen dementsprechend natürlich angepasst. Fahren wir nicht mehr mit 178 durch. Das ist ein definitives, sicheres Ding. Solange kann es nicht mehr dauern, bis die ersten Zahlen im Streckenmonitor auftauchen. Ich bin relativ sicher. 9 Kilometer noch, das geht jetzt relativ zügig hier. Da fängt es schon an. Das betrifft uns natürlich. Das heißt, wir können da gleich schon mal den Anker werfen, ein wenig. Nebenbei drücken wir natürlich die SIFA. So, jetzt haben wir das G auch weg, weil wir nicht mehr so arg über die eingestellte Geschwindigkeit drüber hinaus sind. 4 km/h, ich glaube, da kann die LCP ganz gut mit leben. Da habe ich mir doch gedacht, dass da jetzt gleich was kommt. Das war mir klar, weil es sind nur noch 4, noch was Kilometer. Sollten wir schon mal ein bisschen in die Bremse gehen, weil wir mit Sicherheit gleich quittieren müssen. Unter 85 sein müssen. Dann kann ruhig schon mal ein bisschen weniger werden hier. So, 2,2 Kilometer noch bis zu dieser angesagten oder angekündigten 90 km/h. So. Sollte auch funktionieren. Kommt schon wieder eine Quietsche hier. Die sind hier sehr stark frequentiert, wenn ich das mal so salopp sagen darf. 60. So, jetzt kommt das zu quittierende Signal. Das war mir klar. So,
fast verschlafen, dass wir unter 85 sein sollen. Das wäre nicht so gut gewesen. 60. So. Dann lassen wir uns hier so ein bisschen einrollen, würde ich sagen. Wir sind eh gleich runter unter 45. Weil, wie ihr seht, Haltzeigensignal. Das ist definitiv so. Dann tun wir das auch schon mal. Bevor wir gleich eine böse Überraschung haben. Das muss nicht sein. Kurz vor Schluss. Komm, noch ein km/h drunter, geht doch. Da passiert nichts. Na, vielleicht helfen wir doch noch ein bisschen nach, das ist mir zu unsicher. Sie verdrücken. So, Gleis 5, wenn wir einfahren. Schicken Gleiswechsel, damit wir auch ans richtige Gleis kommen. Mal ein bisschen nach außen. Ist ja auch mal schön, links anzukommen, statt mal nur rechts. Finde ich. Und vielleicht. Na gut, muss ich mir dann noch überlegen, ob wir dann für die Rückfahrt aus dem BW starten oder nicht. Je nachdem, wie sich das bewerkstelligen lässt. Dementsprechend starte ich dann das Video entweder hier am Bahnsteig oder halt im BW. Das muss ich mir noch angucken. So, einmal der 500er. Der mag es auch gerne, wenn wir unter 24 sind. Wobei der das jetzt wahrscheinlich nicht verlangen wird, gehe ich mal von aus, sondern höchstens unter 45. Aber in beiden Fällen sind wir da auf jeden Fall safe. So, wir fahren vorne bis zur Spitze, weil wir haben einen Langzug. Aber auf keinen Fall über das rote Signal. So, bis hier vorne. So, dann öffnen wir jetzt symbolisch die Tür, weil es geht ja sowieso nicht rechts. Beziehungsweise geht überhaupt nicht, weder rechts noch links. Genau. Rechts entriegeln. Haben wir sie jetzt entriegelt, oder? Ja. Gut. Dann war es das erstmal mit diesem Video, mit unserer Sonderfahrt hier bis Augsburg über München-Pasing. Die mache ich irgendwie nie zu. Na egal, stört ja nicht. Wir jetzt rechts im Bahnsteig? Ne. Rechts im, links im Bahnsteig, rechts im Bahnsteig, so, Tür öffnen. Ja gut, hier muss ja kein Fahrgast aussteigen. Das ist ja nur für mich. So, dann öffnen wir mal hier symbolisch ein bisschen die Türen an diesem Bahnsteig. Und auch alle Fahrgäste rauskommen aus dem Sonderzug. Den nächsten Schritt würden wir dann unseren Zug in die Abstellung fahren, damit wir hier keinen Bahnsteig blockieren. Und ich denke mal dann so gegen 14, 15 Uhr würde der Zug dann mit dem BR218 vorne dran. In Doppeltraktion. Die Rückreise antreten über München-Pasing nach München Hauptbahnhof. Genau. Kommt ein Fernzug reingefahren. Sehr nice. Sehr, sehr schön. So, öffnen wir noch die Türen, doch jeder Fahrgast rauskommt. Wann ist hier eigentlich der nächste? 7.01 Uhr? 9 Minuten Verspätung. Ja, der ist ja trotzdem nicht hier. War ja nicht hier, Gleis ist frei. Hätte der um 7.10 Uhr hier sein müssen, war er ja nicht.
Von daher blockieren wir hier auch nichts. Machen wir noch die beiden Türen der ersten Klasse auf. Und dann kann ich hier gleich mal kurz auf die Karte schauen, ob das überhaupt hinhaut mit dem BW. Dass ich dann da das nächste Mal starte. So, schauen wir mal in die Karte. Also das BW befindet sich. Na, hier können wir eh nicht weiterfahren. Aber das ist. Ja, so herum. Wir müssten dann unseren Zug. Wir stehen hier. Wir müssten dann hier rausfahren. Puh, das wird kompliziert. Wir müssen bis hier hinten fahren. Und dann irgendwie hier aufs Gleis zu kommen. Und dann hier aufs Gleis. Und dann hier rein. Und dann hier. Das wird eine ziemliche Rangiererei, das kann ich euch versprechen. Also wir starten das nächste Szenario, also die Rückfahrt dann wieder hier an diesem Bahnsteig. Und treten dann die Rückreise an. Können das ja mal speichern. Genau. Treten dann die Rückreise an. Das wäre dann Gleis 5, genau. Wenn es euch bis hierher so weit gefallen hat und ihr euch auf die Rückfahrt freut, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch irgendwie nicht gefallen hat, dann ja, schreibt gerne warum. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt noch ein schönes Restwochenende. Schönen Samstag. Wann das Video zur Rückfahrt kommt, weiß ich noch nicht genau. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.